In der kleinen Galerie in Hohenstein-Ernsthal wurde Anfang November eine neue Ausstellung aufgebaut. Andreas Rudloff zeigt das Tier. Ich habe noch nie eine Ausstellung zu Tieren gemacht und habe da aber immer viele Bilder. Und das Tier, das ist ein Buch gewesen von Konrad Gesner aus dem 16. Jahrhundert. Und der hat da viele verrückte Tiere beschrieben. Und wie Wikipedia im 16. Jahrhundert gesammelt und beschrieben. Und weil das so fern jede Realität manchmal war, habe ich gedacht, passt ganz gut für eine Ausstellung. Voll auf der falschen Pferde, wer das Tier betreffend einen religiösen Hintergrund vermutet. Also manchmal gibt es schon religiöse Bezüge, aber das war jetzt bei den Viechern also eigentlich gerade nicht. Ne? Luther ist zum Beispiel Religion. Dem war bekanntlich das Menschliche nicht fremd. Wer mit einem Scheißdreck rammelt, er gewinne oder verliere, er geht beschissen hinvon. Ich hatte mal eine Phase, wo ich einen extremen Stress mit einem Typ hatte. Und das habe ich mal an der Grafik abgearbeitet. Und der Spruch von Luther hat da doch ganz gut gepasst. Ne? Wer sich intensiv mit Tieren beschäftigt, entdeckt nicht selten menschliche Züge. So habe ich das jetzt gar nicht vordergründig gesehen, aber wenn du so eine Ziege siehst, die hat ja manchmal auch ein bisschen was angenehm Hinterlistisches. Ne? Also das finde ich schon witzig, wie die gucken, ne? Oder wie die auf einen reagieren. Ne? Und so das Wesenhafte, das kommt einem, gerade wenn man es zeichnet, dann schon nah. Ne? Und dann ist vielleicht manchmal auch eine Tendenz, dass man ein bisschen Parallelen sucht zu Leuten, die man kennt und vielleicht da auch Charaktere rein interpretiert. Ne? Das ist vielleicht für jemanden, der sich jetzt mit Zoologie beschäftigt, nicht ganz so der Ansatz, aber wenn man zeichnet, will man sich ja mit den Leuten und wenn es Tiere sind, auch unterhalten können. Ne? Manchen Tieren gibt man Namen, andere landen auf dem Teller, weil der Mensch sie zum Fressen gern hat. Na, mit den Tieren zum Fressen, das hat ja eine große Tradition, ne? Vor 20.000 Jahren so die ersten Höhlenzeichnungen in Chauvet und Lascaux, das sind ja meistens Tiere, die irgendwie mit der Jagd zu tun haben. Ne? Das muss die Leute irgendwie beschäftigt haben. Also da ist auch das gezeichnet worden, was man auch essen konnte. Und jetzt stehen wir hier gerade vor diesen Rotbarschen. Wir waren mit Bekannten an der Ostsee, da gab es diese Fische und die waren mir zu schade, die jetzt einfach nur zuzubereiten. Also sind die anderen wandern gegangen und ich habe die Aquarelle dazu gemacht und abends haben wir dann die Barsche gegessen. Ja, also ganz pragmatisch, ne? Gar keine Romantik dabei. Geschichten gibt es jede Menge zu den Tieren, die Andreas Rudloff in der Ausstellung zeigt. Ja, also diese Hahn und Henne, die heißen Lotte und Gerhard und das sind auch Urlaubsbekanntschaften gewesen. Die kamen immer, wir haben auf einer kleinen Insel mal eine Zeit lang den Sommer verbracht, direkt an der Ostsee. Und das war so schön, dass ich manchmal im Freien geschlafen habe. Und dieser Hahn, der ist dann immer früh zu mir an den Schlafsack gekommen und hat mir ins Ohr gekräht, weil das den irgendwie gestört hat, dass ich auf seiner Wiese geschlafen habe. Und der ist halt dann praktisch mal auf so ein Aquarell gekommen. Keine Urlaubsbekanntschaften sieht man auf den Katzenbildern. Ein Freund von uns bei Berlin hat eine Galerie gehabt und der wollte eine Ausstellung zum Thema Katzen machen. Und so sind hier die Katzen da in die Galerie gerutscht. Das waren also etliche Katzenbilder. Jans Katzen steht dafür, dass da immer noch eine Person dazu ist und die habe ich mir ein bisschen von Bildern von Fotografien von Jan Saudek genommen. Deswegen heißt diese Serie Jans Katzen. Nach einer Lehre zum Textilzeichner studierte Andreas Rudloff auf Burg Giebichenstein in Halle Kunst und Design. Und dort in Richtung Textildesign uns spezialisiert. Und das ging dann ein Stück gut. Und dann irgendwann sind wir gefragt worden, ob wir sowas wie Unterricht geben wollen. Das war für mich eine Katastrophe erst gewesen. Aber ich konnte mir an einer Schule in Blauen eine Druckwerkstatt aufbauen und dort Radierungen, Holzschnitte, Linolschnitte, solche Dinge mit Leuten machen, die später mal in Richtung Kunst und Richtung Grafik gehen wollen. Das passt schon ganz gut. Ne? So wie mit seiner Frau Anke. Mit meiner Frau zusammen machen wir Gestaltungen für Kirchglocken oder große Wandgestaltungen. Das ist ziemlich breit angelegt.
Nun kann man in der kleinen Galerie in Hohenstein-Ernsthal erst einmal bis 19. Januar das Tier in Augenschein nehmen.